Ich hatte einen Berufskollegen aus der Lehre, der kam dann zum Rundfunk. Der lebt heute auch noch. Und der hatte mir mal gesagt, oder ich hatte ihm gesagt, wenn du mal was hast, ich würde schon und so, ja. Es hat aber bestimmt 1,5 Jahre gedauert und dann sagt er, ich habe dich sozusagen mal vorgeschlagen, ja. Der war also in der Messtechnik oder war im Übertragungsdienst, ich weiß es nicht mehr, ja. Und dann bin ich dann dahin, einfach eingestellt worden, ja, so in Deutsche Post, Studiotechnik, Rundfunk. Das Funkhaus Cottbus war dann, wir waren ja diejenigen, die eine Sparte der Deutschen Post waren, die aber das staatliche Komitee für Rundfunk als Partner gedient hat. Wir haben das Mikro gehabt und die Stimme, ja. Ja, so, das war diese Aufteilung, die es ja bis 90 gab. Immer zwei Firmen unter einem Dach, ja. Und jeder konnte jeden ohne den anderen nicht. Und es war auch etwas mühsamer, die Technologie noch und schwieriger, auch der Betrieb im Hause, der Sendebetrieb, das war eigentlich alles recht altväterliches Dinge und zu Anfangs ging die Sendefahrerinnen noch mit weißen Kitteln und so, ja, was man so gesehen hat in alten Filmen vom Reichsrundfunk, ja. So, das war dann so eben 58, 59, dann diese Zeit, ehe sich das ein bisschen mehr normalisiert, aber wir hatten Betriebsdienst, einen Abspieldienst, ja, also immer zwei, ein Tontechnikerin, der die Regler schob, ja. Und ein Abspieldienst ab, riefen die dann und da musste man auf den Knopf drücken, ja, und dann wieder zurück oder eben die Sachen auch im Betrieb, wenn montiert werden musste und so war es ja dann auch so. Wir hatten Laufbänder und all sowas oder das war so die Art, bis es dann zur Einmanntechnik kam, das ist später dann gewesen. Aber ich war erst mal eine große Zeit im Rundfunk, in der Messtechnik so. Und machte so Aushilfen schon auf dem Ü-Wagen und 63 kriegte ich einen Ü-Wagen, ja, also einen sogenannten Schnellreportagewagen. Das war schon eine wunderschöne Sache. Man kam raus aus dem Hause, ja, aber man kam auch sofort mit den Unzulänglichkeiten dieses Systems zu spüren. Also es war eben doch vieles nicht weit her, wo man so, ich denke immer noch an Übertragungen von Landfunksachen, ach du Himmel, es war ja überall, war alles Produktionspropaganda, ja. Die Zeit mit der Zwangsgenossenschaftlichung, Gründung der LBG habe ich auf dem Wagen noch nicht erlebt, ja. Das war so, glaube ich, 61 oder so. Und dann ging es eben los mit Landfunk machen, ach du lieber Himmel, ja. Draußen, irgendwo, Ü-Wagen hatten keine gescheiten Batterien. Die Post musste Leitungen bis an bauen, teilweise von ihren Verteilern bis an, sagen wir, ans Feldrand. Ja, und war furchtbar. Ja, diese Stromversorgungsdinge. Ja. Und dann war es häufig ja auch so, dass wir nicht original gesendet haben. Es ging ja alles in die jeweiligen Funkhäuser. Man hatte hinten eine Schallaufnahme dran, die einfach das aufnahm, um das dann die Redaktionen nahmen. Und wir hatten auch als Funkhaus keine richtigen, wir hatten Fenster, sagt man heute, ja, Einblendungszeiten von 11 bis 1 oder früh von 6 bis um 9 oder halb 10, dann hatten wir sorbische Sendungen und Mittag nochmal, aber ein durchlaufendes Programm hatten die Bezirksfunkhäuser nicht, so, also jedenfalls das unsrige. Und damit lieferten wir eben für die Abendsendungen zu. Aber wir waren eben auch für Radio DDR 1 unterwegs, um dieses Landfunk, dann ging das nach Berlin alles und die taten sich das dann entsprechend. Die Redakteure hatten dann ihre Themen, die sie dann eben loswerden mussten.